Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von King's Quest. So, eins ist mir beim Durchgucken noch aufgefallen. Und zwar hatte das alte Ehepaar doch gesagt, ich soll es an der Zelle nebenan versuchen, als ich versucht habe, denen die Erbse zu geben. Das heißt, das würde ich einmal noch versuchen, bevor wir wieder schlafen gehen. Mal gucken, ob die vielleicht die haben wollen. Echt? Das hast du hoffentlich besser genutzt. Nicht? Vielleicht die Essstäbchen? In dieser Oh. Bäckerei brauchen wir das nicht. Ah, okay. Nein. Und die Blüte? Ich glaube kaum, dass der Nährwert die Schmerzen wert ist. Okay, möchten sie alles nicht haben. Na gut, hätte ja sein können, das war ein subtiler Hinweis oder so. Was ich außerdem mal versuchen wollte, Bramble, hier diese Süßkartoffel. Türen sind ja auch verschlossen. Können wir die vielleicht mit den Stäbchen knacken? Bei der Küche hat er das ja zumindest versucht. Das Und? Schloss war zu kompliziert dafür. Verdammt. Geht vielleicht ein anderes? Kriegen wir irgendwas auf mit den Stäbchen? Weil das wäre ja dann auch gut. Dann hat sich das ja vielleicht auch, ne, mit dem Hunger und so. Weiß ich nicht, ob die zu erschöpft zum Fliehen sind. Ich probiere die mal alle durch. Ich finde, das ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Das Schloss war zu kompliziert dafür. Ah, verdammt, dann wird das letzte wahrscheinlich auch nicht klappen. Aber wir probieren es einmal, ne? Nur um sicher zu gehen. Ansonsten, die Stäbchen sind ja auch aus Metall, ne? Da könnte die Schmiedin ja vielleicht auch was mitmachen. Weiß ich nicht. Also zumindest kennt sie sich ja mit Metall aus. Das wären die zwei Sachen, die mir noch eingefallen sind zu probieren. Ansonsten, wenn das nicht klappt. So, mal gucken. Stäbchen. Das Schloss war zu kompliziert dafür. Geht alles nicht. Sehr schade. Aber er hat's probiert. Dann würde ich sagen, müssen wir tatsächlich einmal schlafen gehen und dann gucken wir mal, was morgen passiert. Wenn wir es dann morgen nicht schaffen, auszubrechen, dann wird es ja tatsächlich düster. Ich war ja sehr verzweifelt am Ende der letzten Folge. So, schauen wir doch mal. So, dann legen wir uns doch mal zu Bett. Und wenn ich das dann nicht schaffe, muss ich, glaube ich, tatsächlich nochmal neu spielen. Obwohl ich gar nicht so richtig sicher bin, ob das geht. Ich glaube, das Spiel zwingt dich ein bisschen. Aber wir gucken mal. So, erstmal noch nicht die Hoffnung aufgeben. Erstmal haben wir auch noch einen Tag, ne? Insofern gehen wir erstmal schlafen. Wir haben nichts dabei. Es würde ein harter Tag. So viele Leute waren vor Hunger am Ende ihrer Kräfte, dass ich ein paar schwierige Entscheidungen treffen musste. So. Mal gucken. Wir kriegen wieder das Essen. Ich würde sagen, bevor wir damit aber irgendwas machen, gehen wir erstmal hoch. Wir haben ja nämlich auch noch die Sache mit dem Schuh. Das machen wir mal vorher. Gehen wir schön dem aus dem Weg, was er hier von uns verlangt, und gucken erstmal. So, einmal hier hoch. Dü-dü-dü. Vielleicht können wir auch den Käfig aufmachen mit den Essstäbchen, den wir hier oben gefunden haben. Das könnte ja auch sein. Sollen wir das mal gucken? Das schaue ich mal, ob das geht. So, hier, den hier gab es ja noch. Der hat auch ein Schloss. Denkt ihr, das kriegen wir auf mit Essstäbchen? Das Mal Fach war leer, gucken. aber sollte ich je etwas verlieren, wäre hier ein. Ja, aber ich wollte eigentlich schauen. Hier geht es mit den Stäbchen auf. Tatsache. Das Aber Fach war ist halt leer, nichts drin. aber sollte ich je etwas verlieren, wäre hier ein guter Ort zum Suchen. Okay, wir können also tatsächlich irgendwo ein Schloss knacken mit den Stäbchen. Na gut, vielleicht verlieren wir ja noch irgendwas. Dann haben wir es jetzt zumindest schon mal geöffnet, beziehungsweise wissen, dass es aufgeht. Dann gucken wir doch mal als nächstes nach dem Schuh. Der war ja hier entlang. Und mal gucken, was passiert, wenn wir den zurückgeben. So, kletter mal einmal hier hoch. Hopp, hopp, hopp. Und dann schauen wir doch mal hier durch. Und dann kamen die ja hier in diese Richtung, wenn ich mich nicht täusche.
Tatsache. Hier ist tatsächlich was gewachsen. Haben wir den Schuh? Ich habe den gar nicht gesehen, aber wir haben tatsächlich den gläsernen Schuh. Wollen wir den hier zurückgeben? Ach, oder vielleicht können wir den ihr direkt geben vielleicht? Die Lady, ist das zufällig deiner? Der gläserne Schuh? Oh! Tatsache! Und, passt der? Wie angegossen. Okay. Ist hier jetzt noch irgendwas? Nö, aber wir haben den Besen gekriegt, immerhin. Sind die hier jetzt auch? Die sind jetzt auch weg. Wahrscheinlich sind die der Prinzessin gefolgt. So, und was ist hier? Ein Kamin. Und dahinter ein Gang. Hm. Können wir vielleicht das Fleisch rösten? Vielleicht wird es dann. Niemals Nahrung. Entschuldigung, ich dachte, vielleicht wird es dann extra geschmackvoll. Oder vielleicht Besen anzünden? Ne, den brauchen wir bestimmt als Verlängerung. Die Erbse brauchen wir für das alte Ehepaar. Hm, was wir mit dieser Blüte machen, weiß ich halt auch immer noch nicht. Na gut, aber dann gehen wir. Weiß nicht. Ja, dann gehen wir erstmal. So. Ein Kamin. Ach, vielleicht brauchen wir für den Kamin auch die Bombe, ne? Von dem alten Ehepaar. Dann ist jetzt aber natürlich die Frage. Dann haben wir jetzt tatsächlich ein Essen. Und wenn wir das der Schmiedin geben, dann können wir ihr danach den Besen geben. Und sie würde den Koch ausnocken und wir kämen in die Küche. Und wenn wir das Fleisch dem alten Ehepaar geben, könnten die uns die Bombe bauen. Und dann kommen wir eventuell hier durch den... durch den Gang im Kamin. Beides gute Optionen. Aber ich glaube... Wenn wir... Das Ding ist, wenn wir in die Küche kommen, haben wir dann das Mehl für das Bäckerpärchen, ne? Und ich bin nicht sicher, was in dem Gang kommt, den wir freisprengen. Das heißt, ich würde sagen, wir machen das dann erstmal mit der Schmiedin. Und... hoffen, dass das passt und dass dann nichts Schlimmes passiert. Mal gucken. So, weil dann wissen wir schon, was wir dann als nächstes machen. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, wir geben es erstmal der Schmiedin. Mmh, vielleicht finden wir ja in der Küche noch irgendwas. Küche klingt ja auch so, als wäre da Essen, ne? Okay, aufstehen und ans Werk. Ja, meine Liebe. Wie geht's? Wie ist der Plan? Also, was ist der Plan? Findet einen langen Griff für die Klinge. Dann gibt es kein Entrinnen mehr. Okay, pass auf, da habe ich was für dich. Guten Abend. So, sie sitzt da immer noch recht traurig. Drei Herzen hat sie auch nur. Ach du, das hat ja wirklich nicht so mega viel gebracht, ne? Aber hier, bitteschön, schau mal. Okay, tja, was soll's. Hey, bleib stehen und lass mich dich stechen. Komm hierher. Die nette Tour? Na schön. Oh, armer kleiner Kobold. Das habe ich nicht gewollt. Also, was? Ja, du. Ich war eine echte Nervensäge und es tut mir leid. Oh, wow. Beeindruckend. Du bist so Steiner. Ich kann nicht. Macht weiter. Willst du eine Umarmung? Siehst du? Ist das nicht wunderbar? Wir umarmen uns und das macht Spaß. Prima, es geht doch. Tut mir leid, Graham, ich stehe halt nicht auf Kuscheln. Moment, hör, was ist jetzt los? Entschuldige bitte? Was ist passiert? Warum schlafen wir jetzt nicht schlafen? Ich hatte noch Dinge vor. Oh. Ich hatte wieder einen Freund im Stich gelassen. Was für ein König. Ein Moment mal. Halt, stopp. Wieso sind die jetzt... Warum... Wo wurden die hingebracht? Was ist mit... Sind die jetzt echt gestorben? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte doch den Schlüssel... Ich dachte, wir benutzen dann den Schlüssel, kommen in die Küche und können die retten.
Was soll das denn jetzt bitte? Ich bin schockiert. Was machen wir denn jetzt? Das alte Ehepaar. Nein. Ich wollte mich nicht entscheiden. Das geht nicht. Das könnt ihr nicht bringen. Die sind jetzt einfach weg. Was? Wir haben die Rose und alles haben wir geholt. Wir haben uns jetzt echt entschieden, ne? Oh Gott, ich kann's nicht glauben. Das arme Ehepaar, die waren immer so nett zu uns. Die wollten uns helfen und wir haben die einfach verhungern lassen. Ich gehe mal in die Küche. Mal gucken, ob da irgendwas gewesen wäre, womit wir denen hätten helfen können. Ich kann's wirklich nicht glauben. So, hier ist die Tür. Und, was gibt es hier? Das sieht aus wie das Blatt auf dem Pilz, ne? Aber mit einem Herz drauf. Seite des Herzens. Was sollen wir denn damit? Und hier ist Mehl. Das nehmen wir auch mit. Was haben wir hier noch? Nichts weiter. Dann können wir, schätze ich, das Mehl den Bäckersleuten geben. Ich kann es wirklich nicht glauben, dass die jetzt verhungert sind. Ich glaube, ehrlich gesagt, also das Ding ist, bevor ich das Spiel angefangen habe, habe ich im Menü geguckt und man kann die Kapitel nicht neu anfangen. Man kann fortsetzen und das war's. Auch das erste Kapitel kann ich nicht nochmal spielen, da gibt es nur Fortsetzen. Und ehrlich gesagt ist mir dann auch eingefallen, letzte Folge hatte ja der Junge in der Jetztzeit quasi, wo der Opa die Geschichte erzählt, hatte er ja gesagt, dass er nicht glauben kann, dass er mit Eiern besiegt wurde. Und erst dachte ich, vielleicht hätte sie in jeder Variante die Eier benutzt. Aber ich glaube... Die Eier sind ausgerechnet in der Zelle mit dem Ofen. Reiner Zufall. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, das Spiel weiß, welche Entscheidung ich getroffen habe. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe euch Mehl mitgebracht. 3 Herzen haben die noch. Mehl. Das ist perfekt. Wendy, legen wir los. Und? Oh, das alles sollte sich mit einem Kuchen lösen lassen. Und ohne Kuchen sollten diese Zuckerküsse für unser Verhältnis zu den Kobolden Wunder bewirken. Ja, hallo, kleine Freunde. Wer möchte diese Leckereien probieren? Esst, solange sie heiß sind. Niemand hat jemals meine Zuckerküsse verschmäht. Schaut, es schmeckt mir. Es ist lecker. Güte, haut sie nicht wirklich vom Hocker. Graham, ich habe einen neuen Plan. Das Mitgefühl für meine Frau übertrifft das Mitgefühl für meine Feinde. Sucht mir bitte ein paar Göbelblüten. Sie wachsen in dieser Region. Was macht eine Göbelblüte denn? Nun, wir mischen sie in die Zuckerküsse. Das wird die Koboldmägen zu einer Breze verknoten. Ich weiß ja nicht recht. Akute Not macht eben kulinarisch erfinderisch. Na, es war einen Versuch wert. Hier, Graham, nehmt ihr es. Okay, die wollen also die Göbelblüte. Na, dann überreichen wir die denen mal. Zuckerkuss, Göbelblüte. Danke, Graham. Mit Göbelblüten zu backen ist recht heikel. Wenn die Samen meine Haut berühren, liege ich wieder tagelang flach. Wäre ich etwas gesünder, hätte ich mehr Vertrauen in den Plan. Wie? Heißt es, du machst es jetzt nicht? Bitte was? Mädchen, um an das Mehl zu kommen, musste ich... Sind hier... Okay, sie will etwas gesünder sein. Kann ich ihr vielleicht den Zuckerkuss geben? Isst sie den? Gilt der auch als Essen? Kommt, wir probieren das mal. Ach,
So überstehe ich noch einen Tag. Ich möchte lieber stehen. Okay, jetzt kann sie stehen. Sie stehen jetzt also. Okay, jetzt sind die Herzen wieder fast voll. Also Mädchen, wenn du das jetzt nicht annimmst... Ja, das ist perfekt. Diese Kobolde stellen unsere Welt auf den Kopf. Und wir machen das Gleiche mit ihren Mägen. Wirst du so freundlich, bitte? Wendy, was ist in dich gefahren? Hey ja, kleine Kobolde, unser zweites Blech schmeckt euch vielleicht noch besser. Es sind ganz besondere Zutaten für euch drin. Was? Ihr wagt es, mein Gebäck auszuspucken? Nehmt das und das! Es reicht! Okay. Ja. Schönen Tag. Wendy, habt ihr schlecht gebacken? Der Weg nach draußen ist jetzt sicher, wenn wir nur aus dieser Zelle raus könnten. Okay. Ja, die sind K.O. Das heißt, wir müssen jetzt die Zellentür auch noch aufmachen. Süßkartoffel. Alles wird gut. Aber wie? Oh, Zuckerherz. Wir haben auf jeden Fall noch einen vergifteten Zuckerkuss für irgendwen. Weiß ich noch nicht ganz, für wen der ist. So, was hat unsere Schmiedin jetzt eigentlich vor? Die hat ja auch die Waffe... Ach, die hat ja auch die Wache ausgenockt. Müssen wir die auch nur noch rausholen? Moment, ich schau mal. So, ah nein, der hier steht noch. Ja, das müsst ihr allein schaffen. Euch fällt doch sicher was Schlaues ein. Ich will endlich wieder bröseln. Und sie liegt auch flach. Na, dann geben wir ihr mal noch das Fleisch. Andere Leute haben wir eh nicht mehr da. Oh, hallo. Wie brät es denn? Keule statt Beule, sag ich immer. Wortspielalarm. Die ist auch so fett, die Keule, ne? Als ob die nicht hätten teilen können. Okay, aufstehen und ans Werk. Okay, jetzt sitzt sie. Ich sehe, das sind die drei Phasen des Krankseins. Das Liegen, das Sitzen und das Stehen wahrscheinlich. So, mein Lieber, was ist denn mit dir? Die stehen alle auf sie, ne? Können wir ihm vielleicht einfach das vergiftete Gebäck direkt geben? Geht das? Ah, Tatsache. Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch die Türen aufkriegen. Ein großes Metallschloss prangte an der Käfigtür. Aber wie machen wir das? Stäbchen? Das Schloss war zu kompliziert dafür. Ja, okay, gut, aber was machen wir dann? Wir haben noch die Seite des Herzens. Für wen könnte die denn sein? Und da oben ist ja noch die Seite der, ja, weiß ich nicht, Intelligenz oder so vermutlich. Aber da kommen wir nicht ran. Aber wir haben doch auch, haben wir jetzt nicht alles gelöst? Wo würde es denn noch weitergehen? Hätte ich dem Kobold nicht den vergifteten Keks geben sollen? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Haben die noch mehr vergiftete Kekse? Ich guck gerade mal, vielleicht können wir uns da ja einen neuen nehmen. Die lagen doch hier gerade noch auf dem Boden überall. Nee, da ist nur Boden. Eure Hoheit? Ja. Also, was ist der Plan? Wir kommen nur raus, wenn ihr die Tür aufbekommt. Ja, aber... wie denn? Alles Schnute. Na, das ist ja ganz toll. Ihr seid ja mega hilfreich. Jetzt so eine Bombe, ne? Okay, dann müssen wir einfach nochmal gucken. Wir haben Essstäbchen und wir haben eine Seite. Die Seite des Herzens ist ja neu, ne? Also könnte die ja für irgendwen sein. Der hier ist ausgeschaltet. Da oben gibt es auch nichts mehr zu tun. Gibt es hier an der Seite noch irgendwas? So, hier ist der Shop, aber der ist leer gekauft, ne? Oder hast du noch irgendwas? Ja, habt ihr sonst noch was? Wo bitte sollte ich das haben? Das ist alles, Junge. Meine besten Sachen. Fühlt euch geehrt. Okay, da geht also nichts. Und schaut mal wieder rein.
Ja, dann haben wir hier alles durch. Hier in der Küche war ja auch nichts mehr, ne? Ich guck nochmal. Nee, hier ist nichts weiter. Gehen wir wieder raus. So, hier hinten war nur das Schwert, oder? Ich guck nochmal. Nee, hier ist auch nichts weiter. Ich dachte, wir hätten tatsächlich alles gemacht jetzt. Ich weiß wirklich nicht, wie wir die Türen aufkriegen sollen. Bräuchten wir noch irgendeine Art Schlüssel, aber wir haben nur die Essstäbchen. So, da oben war, glaube ich, wirklich nichts. Dann geht's hier noch hoch. Hier kann ich nochmal gucken. Ich habe wirklich Angst, dass der vergiftete Keks gar nicht für den Kobold war, ne? Andererseits, es macht schon ein bisschen Sinn. Wir brauchten erst die Schmiedin, um ans Mehl zu kommen. Und dann konnten wir mit dem Mehl die Schmiedin befreien, sozusagen. Also nachdem wir das hatten. So, hier war die Erbsenprinzessin. Hier war noch dieses Theater. Hier ist aber sonst auch nichts weiter, glaube ich. Hier war halt dieses Ding mit der Klappe. Da können wir nicht nochmal runterfallen. Da hatten wir ja den Frosch bekommen, wir erinnern uns. So, ich guck nochmal hier. War hier irgendwas? Die fahren halt alle immer noch voll auf uns ab, aber sonst eigentlich nicht. Das ist sehr rätselhaft, mein Lieben. Hier war diese Blume und hier war... Also hier gibt es halt noch diesen Gang, ne? Irgendwas mit dem Kamin. Unten geht es nicht weiter, da hatte ich geguckt. Wir müssen irgendwie diesen Kamin aus dem Weg kriegen, dann könnten wir hier halt weiter. Aber wir können ja die Bombe nicht mehr kriegen. Ja, ich höre... Echt? Ja, ich höre... Nee. Alles, was wir haben, geht mit dem Kamin nicht. Wir kriegen den also nicht aus. Wir könnten hier Wasser holen, um den auszumachen. Dann könnten wir ihn vielleicht aus dem Weg räumen, aber wir haben keine Schüssel oder sowas. Hier bei der Erbsenprinzessin war ja auch nichts weiter. Das haben wir ja geklärt. Da haben wir ja die Erbse geholt. Nicht, dass wir verloren haben. Weil jetzt brauchen wir eigentlich die Bombe zum Weiterkommen, ne? Haben wir verloren, dadurch, dass wir die... Hier gibt es auch nichts mehr. Hier beim Klohaus. Hier brauchen wir Hilfe. Könnte das sein, dass wir verloren haben, weil wir es nicht geschafft haben, alle am Leben zu erhalten? Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, so richtig. Hier war nichts mehr, da oben war nichts mehr. Was sollen wir denn dann noch machen? Ich weiß nicht so recht. War vielleicht bei dem Gang doch noch irgendwas? Da war ja noch dieser verdächtige Gang, wenn wir durch das Kanalisationsrohr geklettert sind. Ob da noch irgendwas zu finden war? Und ich wüsste auch ehrlich gesagt wirklich nicht, wie ich neu anfangen soll, weil... Also ich weiß nicht, ich könnte natürlich das Spiel irgendwie einmal neu... Hier ist nichts mehr drin, ne? Nee, hier ist tatsächlich nichts drin, ne? Sein könnte, dass irgendwas aufgetaucht in letzter Zeit, aber nee. Also ich könnte natürlich das Spiel neu installieren und dann einfach bei Kapitel 2 anfangen. Hier war auch nichts. Nee, das Einhorn wurde ja entführt sozusagen, also wurde ja weggetragen. Das ist uns ja auch, das ist ja auch gestorben. Ich gehe nochmal hier rein. Ist hier irgendwas? Kann ich hier irgendwas machen? Ich drücke alle Tasten. Er krabbelt halt echt nur nach vorne, ne? Das sieht halt da aus, als wäre da unten irgendwas. Aber ich wüsste halt wirklich nicht, wie wir da hinkommen. Und hier ist noch... Ich hatte gedacht, die wären alle zerstört worden. Ich brauchte keine Erinnerung. Ja, das haben wir. Können wir hier noch irgendwas nehmen? Ist hier irgendein Gegenstand. Nee, das ist nur das Rohr zum Zurückklettern. Hier ist halt nichts weiter. Hier ist dieses Grammophon. Da muss ich sagen, bin ich jetzt echt komplett ratlos. Wie sollen wir denn diese blöde Tür aufkriegen?
wer soll denn einen Schlüssel dafür haben? Ich meine, wir hatten ja den Küchenschlüssel, ne? Aber den haben wir halt für die Küche benutzt. Oder hätten wir den nicht für die Küche benutzen sollen, sondern für was anderes? Habe ich alles falsch gemacht? Ich habe das Gefühl, ich habe mich in eine Sackgasse gespielt, weil wir haben halt die Bombe nicht. Und wir haben jetzt halt auch den Schlüssel nicht mehr. Hätte ja sein können, dass der auch... Nicht, dass der auch in die Zellentüren gepasst hätte. Das wäre echt schlecht. Und was sollen wir mit dieser Seite des Herzens machen? Das ist mir alles völlig rätselhaft. Ich frage mal die Schmiedin, ob sie noch irgendeinen Plan hat. Also ob sie noch irgendwas sagt. Moment, ich probiere hier auch nochmal mit dem Pilz. Haben wir hier irgendwas? Echt? Die Stäbchen, ja, die Erbse? Nee, da geht auch nichts mit. Wir kommen da einfach nicht oben ran. Aber ich wüsste halt auch wirklich nicht, wie ohne eine Axt. Also ohne das zu fällen. So, hier der Kobold ist jetzt auch weg. Hier ist nichts mehr. Was sagt die Dame? Hallo. Was ist der Plan? Was ist der Plan? Macht mich fit, dann verschwinden wir hier. Du musst nur noch fit werden. Wiedersehen. Kommt bald wieder. Bist du sicher? Also kommt sie jetzt alleine raus? Weil dann müssten wir nur noch einmal schlafen. Okay, dann schlafen wir jetzt einmal. Geben ihr danach das Essen und gucken mal, ob sie dann rauskommt, um uns zu helfen. Weil sonst weiß ich jetzt tatsächlich nicht, was wir noch machen könnten. Aber okay, wenn sie sagt, sie muss nur fit werden, wehe, meine Liebe, du sagst danach, du willst noch den Schlüssel. Dann gibt's Ärger. So. Einmal hier durch. Einmal hier rein. Einmal schlafen gehen. Wir haben uns alle Orte nochmal angeguckt. Das große Finale quasi. So, klapp. Das Bett kippt um. Wir haben weiterhin nichts Gefährliches dabei anscheinend. Ich vermute echt, wenn die uns was klauen würden, wäre das wahrscheinlich da in dieser Kiste, die wir mit den Stäbchen aufmachen können. Dafür brauchen wir dann die Stäbchen. So. Ich überspringe das mal. So. Haben wir das Fleisch erhalten. Und wehe, sie macht jetzt nicht irgendwas Tolles. So, heute haben wir immerhin keine Gedanken zu äußern. Da wäre auch irgendwie... Ja, ich habe halt das Gefühl, wir haben das nicht so richtig fertig gemacht. Andererseits, die kriegen... Also jetzt sollten wir es auf jeden Fall schaffen, alle am Leben zu erhalten, glaube ich. Die sind ja relativ healthy. So, mal gucken. Meine Liebe, du sitzt da immer noch rum. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Bitteschön. Danke, König Graham. Zeit zum Aufstehen. So. Euer Hoheit? Ja, na, kommst du jetzt raus? Also, was ist der Plan? Schließt diese Tür auf und befreit mich. Ja, sie will, dass wir die Tür aufschließen. So viel zum Thema, mach mich fit und das reicht. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal für diese Folge. Ich kann mich in der Zwischenzeit noch ein bisschen umgucken und dann starten wir hoffentlich mit mehr Wissen in die nächste Folge. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, weil ich bin extrem ratlos, was wir jetzt machen sollen. Ja, oder ob ich tatsächlich vielleicht einfach doch irgendwie nochmal von vorne anfangen muss. Na gut, aber das würde ich sagen, sehen wir alles in der nächsten Folge von King's Quest. Und damit bis dann.